Bei einer leckeren Tasse Kaffee die gemeinsame Zeit mit Freunden verbringen, das können die Dresdner und deren Gäste an diesem Wochenende. Direkt auf dem Jüdenhof mit einem traumhaften Blick auf die Frauenkirche bilden 64 grüne Sofas ein großes Wohnzimmer. Die Jakobskrönung Sofatour macht erneut auf dem Stadtfest Station und bringt Menschen zu schönen gemeinsamen Momenten zusammen. Unter ihnen war auch Yvonne Nitschke aus Heidenau. Sie hatte bei einem Radiogewinnspiel einen Punch gewonnen. Es gab lecker Käse und Lachs und verschiedene Brötchen und Ei und ein Gläschen Sekt. War sehr lecker. In dieser entspannten Atmosphäre, direkt bei der Frauenkirche, machen viele Gäste eine Pause und lassen sich die kostenlosen Kaffeespezialitäten wie Cappuccino oder Latte Macchiato schmecken. Wir sind heute Morgen hergeflogen aus Düsseldorf, sind völlig überrascht, dass hier so viel Programm ist und fühlen uns sichtlich pudelwohl hier. Das ist was ganz Besonderes. Sehr schön. Das ist ein Erlebnis, muss ich sagen. Ein Erlebnis. Schön. Ein einzigartiges Erlebnis? Ja, da kann man wohl sagen. Das habe ich nicht erwartet. Neues erfahren können die Besucher auch im Jakobskrönung-Erlebnispavillon. Neben Live-Röstungen gibt es alles zur Geschichte, zum Anbau und der Verarbeitung des leckeren Muntermachers. Zu erleben ist die Jakobskrönung-Sofatour noch einmal in Sachsen. Am 29. und 30. September machen die grünen Sofas auf dem Augustusplatz in Leipzig Station.